Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 90 Sekunden Hoffnung, der Videopodcast rund um Christ und Politik. Mein heutiger Gast ist Volker Kauder aus Tuttlingen in Baden-Württemberg. Er ist Jurist und seit 1990 Bundestagsabgeordneter. Lieber Herr Kauder, vielen Dank, es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wenn Sie die aktuelle gesellschaftliche Situation betrachten, was beschäftigt Sie als Christ in der aktuellen Politik ist zurzeit? Welchen Rat möchten Sie uns weitergeben? Zunächst einmal rate ich allen, sich an die Regeln zu halten, denn wir sehen, dort, wo in der Welt man sich nicht an entsprechende Hygieneregeln hält, geht es auch nicht gut aus. Und dann rate ich jedem, einfach Gottvertrauen zu haben. Gerade in schwierigen Zeiten habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, was es für eine unglaubliche Hilfe bedeutet, fest in Gottes Hand zu sein. Dieser feste Glaube heißt aber nicht, einfach nichts zu tun und darauf zu vertrauen, Gott wird schon helfen, sondern Gott erwartet von uns schon unseren eigenen Beitrag und das heißt, nicht nachlassen, im Abstand halten und sich an die Regeln halten. Vielen Dank für diesen Beitrag. Er gibt uns ganz praktische Anregungen, aber auch ganz grundsätzliche Überlegungen über die Realität Gottes in unserem Leben. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere politische Arbeit alles Gute. Und ich lade euch alle wieder ein, am nächsten Sonntagabend dabei zu sein mit einem weiteren spannenden Gast rund um das Thema Christ und Politik. Wir sehen uns.